April 1998. In Schottland bereitet ein Wissenschaftler Experimente vor, die sein Leben verändern werden. Der Forscher soll die Sicherheit dieser Kartoffeln testen. In sie ist ein Gen aus Schneeglöckchen verpflanzt worden, ein sogenanntes Lektin-Gen. Es wirkt tödlich auf Insektenschädlinge, gilt aber als unbedenklich für Mensch und Tier. Doch der Biologe Arpad Pusztai will auf Nummer sicher gehen. Er füttert Ratten mit den Genkartoffeln, allerdings länger als in Standardtests vorgesehen. Noch nie zuvor hatten sich Genpflanzen als schädlich erwiesen. Arpad Pusztai ahnt noch nicht, dass es diesmal anders kommen wird. Er ahnt nicht, dass seine Experimente einen erbitterten Konflikt auslösen werden. Experimente, die verhindern sollen, dass der Mensch selbst zum Versuchstier wird. Wenn ich einen wissenschaftlichen Fehler gemacht hätte damals, was ich nicht glaube, aber selbst wenn, das gibt niemandem das Recht, mich zu zerstören. Das Rowett-Institut in Aberdeen, Schottland. Hier beginnen 1995 die weltweit ersten öffentlichen Tierversuche mit Genpflanzen. Im Fokus der Forscher insektenresistente Kartoffeln und ihre Wirkung auf die Organe von Ratten. Arpad Pusztai leitet die Tierstudie. Die Versuchsplanungen des renommierten Wissenschaftlers hatten so überzeugt, dass die Regierung ihm den Riesenetat von 6 Millionen Mark zugesprochen hat. Und bald erlebt er eine Überraschung. Die entnommenen Organe sind geschrumpft, teilweise entzündet. Offenbar haben die Genkartoffeln seine Ratten schwer geschädigt. Dann stellt er fest, die Kartoffeln greifen die Organe erst an, wenn sie über Wochen verfüttert werden. Und genau das alarmiert ihn. Denn er weiß, keine Behörde der Welt verlangt solche Langzeitfütterungsversuche für die Zulassung von Genfood. Doch in Standarduntersuchungen wäre die Kartoffel nicht aufgefallen. Sie hätte womöglich als Nahrungsmittel zugelassen werden können. Noch sind nicht alle Experimente ausgewertet. Aber Pusztai ist bereits sicher. Er hat eine gravierende Testlücke entdeckt. Dann bittet der Fernsehsender ITV das Rowett-Institut um ein folgenschweres Interview. Arpad Pusztai geht vor die Kamera, in Absprache mit dem Institutschef Professor Philip James. I'll start talking now. 1, 2, 3, 4, 5. Am 10. August 1998 wird die Sendung ausgestrahlt. Thema: Die Sicherheit von Genfood. If I had the choice, I would certainly not eat it till I see at least comparable. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich es sicherlich nicht essen. Zumindest solange ich nicht ähnliche Sicherheitstests sehe, wie wir sie bei unseren genetisch modifizierten Kartoffeln anwenden. Tony Blair ist inmitten eines Werbefeldzugs für die Genbranche. Und er sucht Verbündete, zum Beispiel den Leiter des Rowett-Instituts, Philip James. James soll daher zum Chef der obersten Behörde für Nahrungsmittelsicherheit aufsteigen, zuständig auch für Genfood. Doch dann gerät Philip James unter Druck. Er hatte Pusztais Interview genehmigt, die Brisanz seiner Ergebnisse aber unterschätzt. Und Pusztai bekommt das zu spüren. Sein Institut unterstellt dem zwei Tage zuvor noch als Weltexperten gelobten Forscher, er habe Experimente falsch gedeutet und schlicht Ergebnisse vertauscht. Die Industrie und viele Wissenschaftler stimmen in die Kritik mit ein. Pusztai steht plötzlich als verirrter Forscher da. Schließlich erhält Pusztai einen Brief. Absender: das Rowett-Institut, Professor Philip James. Der Inhalt: die Entlassung. Doch das ist noch nicht alles.
James verbietet ihm sogar, über seine Forschungsergebnisse öffentlich zu sprechen, unter Androhung von Schadenersatz. Arpad Pusztai kann sich nicht einmal mehr verteidigen. I was quite clearly blown to smithereens. I mean, I was really totally devastated. I couldn't even think clearly about it because ich war völlig fertig. Ich war am Boden zerstört. Ich konnte nicht einmal mehr klar denken, denn es kam einfach völlig überraschend. Ich wusste, dass der Fernsehbericht Folgen haben würde. Aber so etwas, nach 35 Jahren Arbeit für das Rawat. Ich habe viele wissenschaftliche Artikel geschrieben und war ziemlich bekannt. Der Versuch, mich völlig zu zerstören, sowohl wissenschaftlich als auch persönlich. Selbst heute werde ich damit nicht fertig, weil ich es nicht verstehe. I still cannot come to terms with it. Because I don't understand it. Der Fall ist tief und plötzlich, innerhalb von Tagen. Unverständlich für einen wie ihn, der unerschütterlich an die reine Wissenschaft geglaubt hat. Die Suche nach Wahrheit. Von einem weltweit angesehenen Wissenschaftler zum Ausgestoßenen, der sein eigenes Labor nicht mehr betreten darf. Als Fälscher diffamiert, mundtot gemacht. 20. In der Industrie geht es derweil mit Hochdruck vorwärts. Man setzt unbeirrt auf die Gentechnik. 5. Bei Aventis Crop Science in Frankfurt warten Genpflanzen der nächsten Generation bereits auf ihre Zulassung. Zero. Pusztai ist auch weiterhin Mitglied in einer EU-Forschungskommission, zusammen mit Uwe Pfüller, einem deutschen Biochemiker. Im September 1998 erhalten beide eine Einladung nach Brüssel. Ein Monat ist seit Pusztais Suspendierung vergangen. Haben sich die Wogen geglättet? Uwe Pfüller wird Zeuge der Ereignisse. Es war eine sogenannte Krisensitzung nach Brüssel einberufen worden. Herr Pusztai war dort präsent. Er war ja zu diesem Zeitpunkt noch der Chairman dieser Gruppe. Und hier wurde von den Offiziellen mitgeteilt, dass von britischer Seite es nicht mehr erwünscht ist, dass Herr Pusztai britische Interessen vertritt. Und von einer Minute zur anderen hatte Herr Pusztai und eine Mitarbeiterin von ihm den Raum zu verlassen. Ian Prime ist Biochemiker an der Universität Bergen in Norwegen. Er kennt Arpad Pusztai gut. In gemeinsamen Forschungsprojekten hat er ihn schätzen gelernt, sich mit ihm angefreundet. Der Krebsforscher prüft Pusztais Fütterungsversuche mit den Genkartoffeln. Und er mobilisiert andere Forscher. Weltweit begeben sich Anfang 1999 insgesamt 23 unabhängige Experten an die Arbeit. Einer von ihnen, Udo Schumacher von der Universität Hamburg. Die Forscher prüfen Pusztais umstrittene Experimente. Udo Schumacher ist Mediziner. Feinste Organproben zu untersuchen, ist für ihn Routinearbeit. Wie beurteilt er die von Pusztai gefundenen Organschäden durch Genkartoffeln? Waren die Daten falsch bewertet? Nein, fachlich sind seine Daten sicher richtig und ist auch sicher richtig interpretiert. Was auf jeden Fall aber gemacht werden muss, und das fordert er ja auch, dass diese Experimente wiederholt werden und vielleicht noch bei größeren Tierzahlen und verschiedenen Spezies untersucht werden. Aber die vorläufigen Experimente sind als solche korrekt durchgeführt und interpretiert. Am 12. Februar 1999 löst dann dieses Dokument einen Skandal aus. Das Memorandum der 23 internationalen Wissenschaftler. Sie alle stützen Pusztais Ergebnisse und stellen fest,
Es ist eine nicht akzeptierbare Vorgehensweise des Rowett-Instituts und seines Direktors Professor James, sich selbst als Richter über Forschungsergebnisse zu erheben. In der Zeitschrift Lancet erscheint dieser Artikel über Schäden an Rattenorganen durch Genkartoffeln. Eine der renommiertesten Fachzeitschriften der Welt mit Sitz in London veröffentlicht die Ergebnisse von Arpad Pusztai und Stanley Ewan. Arpad Pusztai hofft, dass der Lancet-Artikel seine Gegner verstummen lässt. Einen Triumph kann er mittlerweile auskosten. Sein Ex-Chef Philip James musste das Rowett verlassen, nach wachsender öffentlicher Kritik. Doch was ihn beunruhigt, niemand setzt seine Experimente fort. Es macht auch niemand Anstalten, sie wenigstens zu wiederholen. Dabei ging es nicht nur um Genkartoffeln, sondern um eklatante Lücken bei den Sicherheitstests. Und wie sicher ist dann das bereits zugelassene Genfood? Fütterungsversuche sind unerlässlich, um Genfood auf mögliche Langzeitschäden zu testen, glauben außer Pusztai auch andere kritische Forscher. Doch wie viel dieser Versuche hat man weltweit bisher durchgeführt? Immerhin essen Millionen von Menschen bereits Genfood. Forscher der spanischen Universität Reus haben jetzt alle öffentlich publizierten Studien zusammengestellt. Ihre Recherche erschien kürzlich im renommierten Wissenschaftsmagazin Science. Die magere Ausbeute, ganze 8 Studien mit Fütterungsversuchen sind bisher publik. Unter ihnen die von Arpad Pusztai. Und wenn Versuche kritisch ausfielen, hatte das nicht unbedingt Folgen. So hat die US-Gesundheitsbehörde FDA Studien mit einer Gentomate der Firma Celgene geprüft. Diese wurde zugelassen, obwohl die Ursache für folgendes Testergebnis nie geklärt wurde. In der 2. Studie wurden bei 4 von 20 Ratten, die mit Gentomaten gefüttert worden waren, große Gewebezerstörungen in den Mägen festgestellt. Im holländischen Institut für Qualitätskontrolle. Es ist eines der wenigen Institute weltweit, das freiwillig Genfood in Tierversuchen erforscht, wie es zuvor auch das Rowett getan hat. Die Flavontomate ist hier zurzeit im Fütterungstest. Und in ihrem Falle erweist sich jede Vorsicht als höchst berechtigt. In sehr geringen Konzentrationen wirken die Flavone wie Östrogen, das weibliche Geschlechtshormon. Bei Männern könnten sie das Hormonsystem stören. In mittleren Konzentrationen wirken die Flavone wie gewünscht, dann haben sie einen Gesundheitseffekt. Wenn wir die Dosis aber weiter erhöhen oder wenn sich die Situation in unserem Körper ändert, dann wirken sie wie eine oxidierende Verbindung und dann können sie Schaden verursachen. Auch die holländischen Forscher fordern daher Langzeitfütterungsversuche für Genpflanzen der neuen Generation. Doch Genfood ist bereits auf dem Markt. Der insektenresistente BT-Mais zum Beispiel. Er kam 1997 ohne vorherige Langzeittierversuche in den Verkauf, auch in Deutschland. Im gleichen Jahr gaben die EU-Behörden grünes Licht für Gensoja, ebenfalls ohne Langzeitfütterungsstudien. Es gibt bisher keinen Hinweis auf seine Schädlichkeit, zum Glück. Denn Gensoja findet sich bei uns bereits in Hunderten von Nahrungsmittelprodukten. Meist ohne Kennzeichnung, ganz legal, wenn auch in Anteilen von weniger als 1%.